Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge 289 von Simotrans. Ja, wir waren letztes Mal hier mit dem Bus beschäftigt, der zur Titangasse gefahren ist. Das hat ja geklappt. Er fährt auch schon wieder zurück. Er fährt auch wieder durch den Tunnel. Das ist sehr schön. Und wir müssen jetzt schauen, ob sich der Stau hier aufgelöst hat. Hier unten sieht es besser aus, da oben nicht. Aber wir schauen uns das gleich nach dem Intro an. Bis gleich. Ja, hier unten, wie gesagt, ist es ja ein bisschen flockiger geworden, aber nicht so wirklich eigentlich hier. Ne? Also es ist immer noch nicht gut. Hier oben stauen sie sich tatsächlich auch noch weiter zurück. Also das ist hier wirklich ein Nadelöhr. Ne? Das bedeutet, wir müssen hier unbedingt etwas tun. Das funktioniert so nicht. Es ist nur die Frage, wie. Ne? Wie machst du es am besten, dass das funktioniert? Ja, wo ist das Problem am größten jetzt? Das ist die Frage. Also hier stehen auch Fahrzeuge hinter. Die sieht man kaum. Okay, der ist jetzt tatsächlich der letzte der Post-LKW hier, ne? Jetzt kommen erst diese wieder. Also hier unten, dieses Stück hat sich ein bisschen entspannt. Aber auf diesem Stück sind wir noch ganz krass, vor allem hier auf der Linie da. Aber da kommen so viele LKWs, die leer sind, ne? Naja, das war natürlich der falsche. Das war auch der falsche. Und das ist doch der richtige. Okay, die Richtung ist natürlich passend, ne? Aber wo fährt er denn überhaupt hin? Getreide, Brauerei. Okay, wenn zur Brauerei, da fährt natürlich jetzt kein anderes Fahrzeug hin. Also kein Schienenfahrzeug. Da macht es keinen Sinn, wen anders drauf zu setzen. Und die sind auch alle voll. Das bedeutet auch, das muss auch so viel sein wahrscheinlich, ne? Die laden ja alle voll. Also die Frage, was kannst du da ändern? Nix eigentlich. Post-LKW, was ist das für einer hier? Ja. Stück gut geladen. Bier, der bringt Bier zum Markt, das muss auch dadurch. Wen haben wir hier? Keine Paletten geladen, aber der fährt auch zur Brauerei und Markt. Das ist die gleiche Linie, ne? 10,26, okay. Ist das passend? Wieso lädt er nur 10? Achso, der wartet jetzt noch, ne? Oder? Bis er voll ist oder nicht? Okay. Wo steht denn der jetzt? Ach, hier. Und der da? Was macht der? Der hat auch nur 10,26. Sag jetzt nicht. Die brauchen zwei, wa? Mindesthaltlänge 1. Nee, ist nur 1. Sollte also gehen. Warum steht der hier so mitten drauf und hat einen Zehner hier? Wie ist denn die Linie? Nicht 100% laden? Markt und Klosterbrauerei. Also ich würde jetzt mal sagen, wir machen 100% laden, oder? Macht ja sonst keinen wirklichen Sinn, oder? Und die waren bestimmt auch mit dem Rücktransport irgendwie zu beschäftigt. Und ich komme hier nicht raus, weil hier der Stau ist? Oder wie sehe ich das? Oder doch, jetzt fährt der nämlich. Könnte sein, dass das da zusammenhängt, ne? Also er hat ja nur 10 hier geladen, ne? Das ist schon mal doof, ne? Er hat ja Eier und Südfrüchte, die kommen vom Markt, nämlich hier rüber gefahren. Deswegen hat man die 100% nicht, ne? Okay. Der Markt ist doch hier unten, ne? Dann müssten die doch gar nicht da lang fahren, sondern könnten hier lang fahren. Wenn man hier mal gerade die Straße umbaut, oder? Würde das angenommen werden, ist die nächste Frage, ne? Okay, jetzt müssen wir noch ein anderes Schild haben, das hier zu Ende ist, oder? Also, wie, das kann man jetzt nicht so umbauen, dass es nur in eine Richtung gilt? Das ist ja auch doof, oder?
Dann mag ich das da nicht. Fährt da jetzt irgendwer irgendwo hin? Das ist die Frage. Also hier lang meine ich jetzt, ne? Ist klar. Okay, hier haben wir die Schilder stehen, dass es aufhört. Genauso wie da auch. Sieht super aus, oder? Also, ich glaube, wir müssen es vielleicht doch hier so machen, ne? Und hier können wir es ja, wenn auch, so machen, dass das da ist, ne? Aber das kann man auswählen, das nicht, ne? Na, ist auch nicht so schlimm. So, fährt denn einer jetzt anders? Ich glaube nicht, ne? Könnte er, aber macht er nicht. Wir müssten dann auf einer Linie, die dahin fährt. Ja. Schwierig, oder? Weil. Einbahnstraße haben wir hier schon gemacht, so, ne? Sieht man ja hier, ne? Ist die Einfahrt, da ist die Ausfahrt. Hier ist die Einfahrt. Da ist die Ausfahrt. Wahrscheinlich steht das Schild hier irgendwo mit der. Da ist eins und da ist auch eins. Macht das Sinn? Ist egal, lassen wir erstmal so, oder? Ja. Wo fährt der lang? Da. Den hätte ich jetzt gerne mal gehabt. Aber der ist schon offen, alles klar. Brauerei Markt. Lass uns doch mal die Linie anpacken. Und wir fügen ein, einfügen. Hier ein Weg, oder? Holze Markt, dann fährt er da definitiv lang. Und jetzt müssen wir noch. Was haben wir jetzt gelöscht? Na super, das hat ja wieder prima geklappt. Ah, ich hält. Der Markt. Ich hätte da mal gucken sollen, was ich da gerade gemacht habe, ne? So, Radolfzell Markt, freier Wegpunkt, Radolfzell Klosterbrauerei. Jetzt hinzufügen ist wieder angesagt. Und zwar auch hier lang, oder? So, und dann müssen wir mal gucken, welche da lang fahren und nicht mehr da lang fahren. Machen wir die Linie darunter. Der steht jetzt da irgendwo im Stau. Müssen wir mal gucken. Da unten ist ein LKW, der jetzt hier lang fährt. Sieht so aus, als ob das die ersten sind, die einen anderen Weg nehmen. Ja, das sieht ganz danach aus, ne? Das hat geklappt, würde ich sagen. Wenn sie jetzt nicht umdrehen, ne, dann geht's. Ne, die fahren durch. Da fährt auch einer. Ich glaube, das bringt uns schon mal Entlastung auf der anderen Strecke, oder? Also den können wir hier mal zumachen. Und den können wir eigentlich auch zumachen. So, und da fährt auch einer zurück. Kommen von hier oben noch welche? Hier ist jetzt ein Stau, weil die Grünen da lang fahren. Okay. Sie sag mal, wenn sich's hier auf dem Gelände staut, dann sag ich mal, okay, das ist normal, weil da ist der Halt. Mir geht es um den Fluss hier im Städtchen. Er sieht tendenziell jetzt gerade hier ein bisschen besser aus. Es fließt, es läuft, das ist das Wichtige, ne? Hier können wir nicht ändern, weil die werden definitiv daraus fahren müssen. Wer ist das?
Das war der nicht. Der war es auch nicht. Der ist es. Brauerei Markt. Sollte der nicht woanders lang fahren? Ist das der letzte? Der da noch falsch gefahren ist? Verfolge ich den mal gerade. Fährt jetzt definitiv da lang. Lass mal gerade hier schauen. Fährt da lang. Wartet und fährt aber jetzt zurück. Okay. Ja, keine Ahnung, warum der jetzt eben da oben lang gefahren ist, aber vielleicht war das einer der letzten Fahrzeuge, die hier noch standen und noch eine alte Route hatten. Das könnte ja sein, ne? So, das sind wir durch. Ich glaube, wir haben diesen Knoten jetzt gelöst. Hier steht keiner außer da oben, aber warum der da jetzt parkt, weiß ich nicht. Was hat der denn? Warte auf freie Strecke. Hier ist alles frei, mein Guter. Ach nee, da nicht. Und warum steht da einer? Ist da noch ein Halt hinter dem Haus? Warte, da müssen wir die Karte drehen, dann sehen wir das. Ja, da ist ein Halt. Nee, ist kein Halt hinterm Haus. Auf welche Haltebucht wartet der bitte schön? Hä? Wartet auf freie Strecke. Jetzt haben wir hier das Problem. Oh oh. Schick den mal gerade zum Depot. Weil anders funktioniert das, glaube ich, nicht. Und jetzt nimmt das Depot aber wieder raus. Jetzt hat er sich einen neuen Halt gesucht, ne? Sehr gut. Fahr du auch mal zum Depot. Und nimm das raus. Ja, das bedeutet, hier ist irgendwie noch was faul, ne? Okay. Diese Straße hier, ne? Ist die Einfahrt, das ist klar. Aber warum kommen die nicht einfach von hier rein? Wäre doch viel sinniger, oder? Bauen wir mal gerade um. So, oder? Und machen das zu. Ja, da. Gucken wir mal, was da passiert. Wenn ich das jetzt abreiße, ist bestimmt als die Oberleitung als erstes weg, wenn, ne? Ich hoffe, dass dieses Schild jetzt noch passend ist, ne? So ist unsere normale Ansicht, ne? Ich hoffe, die nehmen das passend mit da. Ja, er wartet nämlich jetzt hier. Genau so ist es. Ist da einmal ein Straßenschild, ne? Oder? Würde ich mal sagen, oder? Also bis jetzt ist hier alles gut, weil hier können die länger stehen. Dann geht das. Da vorne war ja dann so kurz, dass es dann nicht ging, ne? Fährt er auch hier raus, ne? Ja. Geht aber auch, ist ja kein Problem. Eigentlich. Ja, bis jetzt sieht's gut aus, oder? Jetzt ist hier wieder frei. Und wir hoffen, dass das so passt, oder? Hier sind klar diese, die da rausfahren, die ein bisschen das Problem machen. Und hier haben wir jetzt am Marktplatz natürlich das Problem. Bleibt näher aus. So, hier baue ich jetzt mal schnell noch eine Straße lang, wenn es geht. Sieht aber so aus. Und dann gucken wir, dass wir das eine Einbahnstraße machen. Müsste man überlegen, ne? Dann ist das mit dem Stau hier auch weg. So, das bedeutet hier
Bauen wir eine Einbahnstraße hin, oder? Ist die so rum richtig? Ja, so rum ist er richtig. So, die beiden fahren auch so weg, weil es nicht andersrum geht, ist klar. So, und die sollen jetzt hier eigentlich langfahren, ne? Das bedeutet, das ist doch jetzt falsch. Ich will ja, dass die von da aus reinfahren. Und da rausfahren. Genau so ist es. Jetzt habe ich es richtig, das Schild, glaube. Jetzt müssten sie eigentlich alle hier lang fahren. Dann haben wir das richtig gemacht, oder? Ja, jetzt kommen hier schon zwei LKWs. Ich glaube, jetzt haben wir es richtig. Dann machen die den Bogen, fahren so rum und dann wieder raus. Dann gibt es hier keinen Stau. Hier können sie sich stauen, weil da ein bisschen möglich ist. Okay, ich glaube, wir haben jetzt hier einen Verkehrsfluss hergestellt. Müssen wir in der nächsten Folge nochmal ein bisschen kontrollieren. Aber das sieht erstmal relativ gut hier aus, oder? Dann würde ich sagen, macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, ne? Und gebt gerne einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an. Kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.